Start. So, hallo zusammen. Ich habe ja eine neue Wasserpfeife gekauft, wie ihr schon wisst, die Nagile WPD 620. Wie ihr seht, ist schon alles fertig gemacht. Kohle ist gerade am Anmachen, die ist schon fast komplett durch. Ein bisschen dauert es noch. Wie ihr sehen könnt, ist hier oben auch schon alles fertig gemacht. Ich habe Löcher gemacht, wie beim letzten Mal schon gezeigt. Hier jeweils zwei und für den Luftzug sozusagen, dass alles belüftet wird, schätze ich mal, dass das bringt. Ich weiß es selber nicht, ob das gut ist, weil ich es selber noch nie getestet habe, aber ich habe das so mal gehört. Jetzt teste ich das natürlich einfach mal und schau mal, ob das auch etwas bringt. Diesen Einlochkopf habe ich selber auch noch nie gehabt, deswegen werde ich das jetzt auch gleich mal testen. So, jetzt ist die Kohle eigentlich schon soweit. Was ich vorhin gleich noch mal zeigt, die Schläuche, die Cobra-Schläuche, sind sehr schön gemacht. Bisschen vergoldet mit Silber und Schwarz. Und da werden wir jetzt dann gleich mal rauchen. So, die Kohlen sind sehr gut an. Erstmal Bier für alle. So, dann fangen wir mal an. Nehmen wir mal diese Kohle hier, legen sie oben drauf. Ich weiß, die Kohlen sind noch nicht hundertprozentig an. Das liegt daran, weil mein Bunsenbrenner so gut wie leer ist und ich erst eine neue Kartusche kaufen muss. Aber mein Gott, einmal kann man das schon selber anziehen noch. So, dann fangen wir gleich mal an zum Ziehen. Wie ihr schon sehen könnt, hier dran wird schon viel Rauch in die Bowl sozusagen gezogen oder herausgelassen. Es wird schon fast nicht mehr sichtbar, das Glas. Das ist sehr gut, das zeigt schon mal an, dass Rauch sich schon mal bildet. So, jetzt geht's los. Sie qualmt schon mal. Mal schauen, wie stark sie qualmt und ob es kratzt oder verbrannt schmeckt. Also sie schmeckt gut, ich schmecke den Tabak auch raus, also das passt auf jeden Fall. Und verbrannt bis jetzt auch noch nicht. Vom Rauchergebnis seht ihr ja selber, sie ist noch nicht hundertprozentig an, deswegen ziehe ich jetzt mal weiter. Ich muss eigentlich gar nicht mehr zuhalten, ich bin das noch gewohnt von meiner anderen Shisha, von der Nagile. So, und wie ihr dran jetzt hier sehen könntet, hier sind zwei Ventile. Die sind sehr gut, nicht so wie bei der anderen Nagile Wasserpfeife, die ich vorher gehabt habe, weil hier muss man nicht zuhalten. Und da ist auch eine kleine Murmel, oder da ist es eben jetzt keine Murmel, sondern da ist es jetzt eben eine kleine Kugel, die eingesetzt wird auf beiden Seiten. Und dann muss der andere sozusagen nicht zuhalten, wenn der andere zieht, weil dann eben sozusagen keine Luft dann durchkommt. Und dann passt es wunderbar. Und wenn ich jetzt ziehe, sieht man schon, Martin muss zum Beispiel jetzt nicht zuhalten. Wie man sieht, die Rauchentwicklung ist sehr gut. Es kann natürlich auch sein, dass die Kohlen hier oben mal wandern anfangen. Deswegen einfach mal überprüfen. Aber die Kohlen haben sich noch nicht vom Fleck bewegt. Es bringt also schon was, wenn man hier dran ist, sozusagen dann die Löcher sticht. Es ist ein sehr gutes Rauchergebnis. Man schmeckt den Tabak sehr gut. Gefällt mir sehr gut dieser Einlochkopf zum Beispiel. Der andere hier, der hat ja jetzt fünf Löcher zum Beispiel. Da kann er die Molasse zum Beispiel durchsickern. Und das ist bei dem eben viel besser gelöst. Habe ich euch ja bei dem anderen Video auch schon gezeigt. Das könnt ihr euch ja anschauen. Da stelle ich ja diesen Einlochkopf vor und ihr könnt ihn gerne auch bestellen bei Relax Shop.
www.kk.de. Geht ihr einfach rein, schaut euch um und da findet ihr es unter Zubehör. Da könnt ihr auch die Shisha kaufen, wo ich hier habe. Die war eigentlich relativ sehr günstig. Hat mich 69,90 gekostet, wenn ich mich jetzt nicht verredet habe. Ja, genau, 69,90. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ich rauche mal weiter. Wie ihr sehen könnt, die Rauchentwicklung ist auch sehr gut, passt auf jeden Fall. Also die Shisha hat mich auf jeden Fall nicht enttäuscht, sie ist sehr gut. Auch die Verarbeitung gefällt mir sehr gut bei der Wasserpfeife. Das Rauchergebnis, wie gesagt, gefällt mir auch sehr gut. Und jetzt ist erstmal Zeit anzustoßen, auf die neue Wasserpfeife sie einzuweihen sozusagen.